Hallo, mein Name ist Christine Weyer. Ich bin Krankenschwester im Pius Hospital und ausgebildete Yogalehrerin. Und ich möchte heute eine 20-minütige Yoga-Sequenz mit dir auf dem Stuhl machen. Dafür brauchst du einen Stuhl, der eine feste Lehne hat und feste Beine, also keinen Stuhl auf Rollen. Zieh deine bequeme Kleidung an und schöne warme Socken. Und dann nimmst du auf deinem Stuhl Platz, nimmst dir einen Moment Zeit, hier eine geeignete Haltung zu finden. Und zwar rutschst du so weit auf deinen Stuhl nach vorne, dass deine Füße gut auf dem Boden aufstehen, etwa hüftbreit auseinander, und dass du deinen Rücken gerade nach oben aufrichten kannst. Deine Hände legst du mit den Handoberflächen auf deinen Oberschenkeln ab. Atmest zwei-, dreimal tief ein und aus. Schließ deine Augen und nimmst dir einen Moment Zeit, hier anzukommen. Dein Atem fließt durch die Nase ganz natürlich ein und wieder aus. Deine Gesichtszüge sind ganz entspannt. Deine Schultern sind ganz locker. Versuche einmal nichts anderes wahrzunehmen, außer deiner Atmung. Alles, was um dich herum geschieht, die Geräusche von der Straße, aus den Räumen nebenan, das nimmst du alles nur wahr. Die Gedanken, die in deinem Kopf vorüberziehen, nimm sie wahr und lass sie wieder ziehen. Nutze diese Zeit nur für dich. Und immer wenn du merkst, dass deine Gedanken doch wieder festhängen, kommst du zurück zu deiner Atmung. Atme durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Du merkst, wie dein Körper sich immer mehr entspannt. Dein Atem fließt ganz natürlich. Versuch, soweit es geht, deine Augen geschlossen zu halten, um bei dir zu bleiben. Ich werde die Übung ansagen. Du kannst auch gerne dann einmal schauen, aber wenn du mit der Übung vertraut bist, dann schließe wieder deine Augen. Nimm die Hände vor dem Herzen zusammen und reib deine Handinnenflächen ganz fest aneinander. Lass mal richtig Wärme und Energie zwischen deinen Handinnenflächen entstehen. Richtig fest reiben. Und dann legst du die linke Hand über deinem Herzen ab und die rechte Hand über die linke Hand. Und spürst einmal, wie die Wärme und die Energie von deinen Handinnenflächen in deinen Körper strömt. Und wie dein Herz unter deinen Händen schlägt. Du bist in diesem Moment ganz bei dir. Und dann löst du langsam die Hände von deinem Herzen und legst die Hände auf deinen Knien ab. Deine Füße stellst du jetzt ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander. Und dann beginnst du mit der Einatmung mit deinem Oberkörper nach vorne zu kreisen und mit der Ausatmung zurück. Einatmen nach vorne, ausatmen zurück. Immer wenn du vorne bist, ziehst du dein Brustbein nach oben. Und versuche mal in deinem eigenen Atemrhythmus zu bleiben. Einatmen, kreist du nach vorne. Und ausatmen zurück.
wenn du das nächste Mal oben angekommen bist, dann stoppst du und kreist einmal in die andere Richtung. Einatmen wieder nach vorne und ausatmen zurück. Wenn du das nächste Mal oben angekommen bist, dann stoppst du wieder. Stellst deine Füße wieder hüftbreit zueinander, legst deine Hände auf den Knien ab und wirst einmal ganz rund. Den Kopf lässt du nach vorne fallen, die Schultern fallen nach vorne, dein Rücken wird richtig rund. Dein Nacken wird sanft gedehnt. Mit der nächsten Einatmung richtest du dich auf. Ziehst die Schultern auf dem Rücken zusammen, die Hände ziehst du Richtung Körper. Die Brust streckst du raus. Und mit der Ausatmung wirst du wieder rund. Die Hände schiebst du wieder Richtung Knie, der Kopf fällt wieder nach vorne, dein Rücken ist rund. Einatmen, aufrichten. Und ausatmen, rund werden. Einatmen, aufrichten und ausatmen, rund werden. Bleib auch hier wieder in deinem eigenen Atemrhythmus. Solange du einatmest, richtest du dich auf. Und solange du ausatmest, wirst du rund. Führ diese Bewegung ganz bewusst durch. In der Länge deines Atemzuges. Diese Übung kannst du auch gut morgens auf der Bettkante machen, um einmal deinen Rücken durchzubewegen und die Müdigkeit der Nacht loszuwerden. Und dann kommst du wieder zurück in einem aufrechten Sitz. Nimm die Arme einatmend über die Seite nach oben. Und ausatmend lässt du die Arme ganz langsam sinken. Einatmen nochmal die Arme lang nach oben. Und ausatmen, sinken lassen. Einatmen nochmal nach oben. Und dann beginnst du deine Hände auseinanderziehen, zu ziehen, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, als wärst du in einer Kaugummiblase gefallen und wolltest dir Platz verschaffen. Nach oben, nach unten, nach vorne, nach hinten. Nutz mal deinen ganzen Bewegungsradius aus. Dann lässt du die Bewegung kleiner werden und legst deine Hände auf deinen Schultern ab, mit den Fingerspitzen nach vorne, den Daumen nach hinten. Wenn es dir möglich ist, dann nimm die Ellbogen so weit nach oben, dass sie auf Schulterhöhe sind. Und dann beginnst du mit der Einatmung, dich nach links aufzudrehen und mit der Ausatmung nach rechts. Einatmen nach links, ausatmen nach rechts. Lass hier deine Augen ruhig geschlossen, sonst wird dir von der Bewegung vielleicht etwas schwindelig. Solange du einatmest, drehst du dich nach links auf und solange du ausatmest, nach rechts. Und dann lässt du die Bewegung wieder kleiner werden, bis du in der Mitte ankommst. Und dann beginnst du mit deinen Ellbogen große Kreise zu zeichnen. Nach vorne, nach oben, nach hinten, richtig große Kreise. Und dann kreist du einmal in die andere Richtung.
nach hinten, nach oben, nach vorne. Schöne große Kreise zeichnen. Dann lässt du die Bewegung wieder kleiner werden. Nimmst die Hände von den Schultern und schüttelst deine Hände und deine Arme mal aus. Und wir gehen in eine Bewegungsübung. Dafür nimmst du die Hände vor dem Herzen zusammen. Schaust du vielleicht einmal zu in der ersten Runde und dann schließt du wieder deine Augen und folgst meiner Stimme. Einatmend nimmst du die Arme lang nach oben. Ausatmend ziehst du die Arme nach vorne. Einatmen öffnest du zur Seite und ausatmen lässt du die Arme sinken. Einatmen drehst du die Handinnenflächen nach vorne, ziehst die Schultern auf den Rücken zurück. Ausatmen löst du die Haltung wieder auf. Einatmen nimmst du die Arme wieder lang nach oben und ausatmen die Hände wieder vor dem Herzen zusammenführen. Einatmen lang nach oben, ausatmen nach vorne. Einatmen zur Seite öffnen, ausatmen die Arme sinken lassen. Einatmen Handinnenflächen nach vorne drehen, Schultern zurückziehen, ausatmen lösen. Einatmen die Arme über die Seiten wieder nach oben und ausatmen die Hände vor dem Herzen zusammennehmen. Einatmen lang nach oben, ausatmen nach vorne. Einatmen zur Seite öffnen. Ausatmen, sinken lassen. Einatmen, Handinnenflächen nach vorne drehen, Schultern zurücknehmen. Ausatmen, lösen. Einatmen, die Arme über die Seiten nach oben. Und ausatmen, die Hände vor dem Herzen zusammennehmen. Und noch einmal, einatmen, die Arme lang nach oben. Ausatmen, nach vorne. Einatmen, zur Seite öffnen. Ausatmen, die Arme sinken lassen. Einatmen, die Handinnenflächen nach vorne drehen, Schultern zurückziehen. Ausatmen, lösen. Einatmen, die Arme über die Seite wieder nach oben. Und ausatmen, die Hände vor dem Herzen zusammennehmen. Bleib einen Moment hier und spür einmal der Bewegung nach. Und dann gehen wir in eine Übung für ein starkes Herz. Dafür nimmst du deine linke Handinnenfläche zu dir. Die rechte Handinnenfläche zeigt von dir weg. Du verhakst deine Finger ineinander. Mit der Einatmung ziehst du an deinen Fingern. Und mit der Ausatmung löst du. Einatmen ziehen. Ausatmen lösen. Einatmen ziehen. Ausatmen lösen. Du bleibst wieder in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmend ziehst du, ausatmend löst du. Diese Übung sorgt nicht nur für ein starkes Herz, sondern auch für einen starken Oberkörper und für eine aufrechte Haltung. Einatmend ziehst du, ausatmend löst du. Und dann löst du die Finger voneinander, legst die Unterarme aneinander und verschränkst deine Hände und zeichnest mit deinen Händen eine liegende Acht. Und dann stoppst du in der Mitte und zeichnest die liegende Acht in die andere Richtung. Und dann stoppst du wieder in der Mitte und bewegst dich nochmal in die andere Richtung. Die liegende Acht einmal in die andere Richtung zeichnen. Und dann stoppst du wieder in der Mitte. Löst die Finger voneinander, schüttelst nochmal deine Hände aus. Und wir gehen in die Übung für das starke Herz in die andere Richtung. Das heißt, deine rechte Handinnenfläche zeigt jetzt zu dir. Die rechte Handinnenfläche zeigt von dir weg. Und du hakst wieder die Finger ineinander. Einatmend ziehst du, ausatmend lösen.
Einatmen ziehen, ausatmen lösen, in deinem eigenen Atemrhythmus. Dann löst du wieder die Finger voneinander, schüttelst deine Hände aus und wir gehen in die letzte Bewegungsübung für heute. Einatmen, nimmst du die Arme über die Seiten wieder nach oben und ausatmen, drehst du dich jetzt einmal zur rechten Seite auf. Die Arme gehen nach unten. Einatmen, du nimmst die Arme über die Seiten wieder nach oben und ausatmen, du drehst dich zur linken Seite auf. Die Arme gehen nach unten. Einatmen, nach oben, zur Mitte. Ausatmend nach rechts, Arme gehen nach unten. Einatmen nach oben zur Mitte. Ausatmend nach links. Einatmend nach oben zur Mitte. Ausatmend ein letztes Mal nach rechts. Einatmen nach oben zur Mitte. Und ausatmen ein letztes Mal nach links. Einatmen nach oben zur Mitte und mit der Ausatmung lässt du deine Arme wieder langsam über die Seiten nach unten sinken. Ganz langsam. Nimm dir mal richtig Zeit dafür. Zieh die Arme richtig in die Länge und lass sie ganz langsam nach unten sinken. Wenn du unten angekommen bist, dann kreist du nochmal mit deinen Schultern nach vorne, nach oben, nach hinten. Und legst dann deine Hände mit den Handinnenflächen wieder auf deinen Oberschenkeln ab. Vor der Entspannung gehen wir noch in eine Atemübung. Und dafür stellst du dir vor, als würdest du mit der Einatmung deine Lunge nur nach vorne ausdrehen. Du atmest ganz bewusst nach vorne. Einatmen nach vorne. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach vorne. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach vorne, ausatmen zur Mitte. Und dann atmest du ganz bewusst nach hinten in deinen Rücken hinein. Einatmen nach hinten, als wollte deine Lunge sich nur nach hinten ausdehnen. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach hinten, ausatmen zur Mitte. Einatmen nach hinten, ausatmen zur Mitte. Und dann atmest du ganz bewusst in die rechte Seite hinein, als wollte deine Lunge sich nur nach rechts ausdehnen. Einatmen nach rechts. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach rechts. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach rechts. Ausatmen zur Mitte. Und dann lässt du deine Lunge sich nur nach links ausdehnen. Atme ganz bewusst in die linke Seite hinein. Einatmen nach links. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach links. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach links. Ausatmen zur Mitte. Und dann atmest du ganz bewusst nach oben in deine Lungenspitzen hinein, als wollte deine Lunge sich nur nach oben ausdehnen. Einatmen nach oben. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach oben. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach oben. Ausatmen zur Mitte. Und dann atmest du ganz bewusst nach unten, als wollte deine Lunge sich nur nach unten ausdehnen. Einatmen nach unten. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach unten. Ausatmen zur Mitte. Einatmen nach unten. Und ausatmen zur Mitte. Und dann atmest du ganz bewusst in alle Seiten hinein. Nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Deine Lunge dehnt sich zu allen Seiten aus. Einatmen zu allen Seiten. Ausatmen zur Mitte.
Einatmen zu allen Seiten. Ausatmen zur Mitte. Einatmen zu allen Seiten. Und ausatmen zur Mitte. Und dann kannst du jetzt auf deinem Stuhl nach hinten rutschen, dich ein bisschen hinten an deiner Lehne anlehnen. Die Füße stellst du gut auf dem Boden auf. Deine Hände legst du auf den Oberschenkeln wieder ab. Jetzt darf dein Rücken wieder rund werden. Wir gehen in die Entspannung. Dein Kopf darf jetzt schwer nach vorne fallen, sodass dein Nacken sanft gedehnt wird. Du bewegst deinen Kopf vorsichtig nochmal nach links und nach rechts. Noch einmal nach links und noch einmal nach rechts. Und dann kommst du wieder in der Mitte an. Zieh nochmal die Schultern nach oben zu den Ohren und lass sie einfach nach unten fallen. Und dann lässt du Ruhe einkehren. Ruhe in deinen Körper und Ruhe in deinem Geist. Dein Atem fließt ganz natürlich durch die Nase ein und wieder aus. Und du folgst ihm einfach nur. Von Moment zu Moment und von Atemzug zu Atemzug. Ein und aus. Erlaube deinem Körper ganz schwer zu werden. Dein Kopf ist ganz schwer. Deine Arme sind ganz schwer. Dein Oberkörper ist schwer. Und deine Beine sind schwer. Dein ganzer Körper ist schwer. Lasse diese angenehme Schwere durch deinen Körper gleiten. Und komme immer mehr in deiner Entspannung an. Dein Atem fließt ganz natürlich. Ein und wieder aus. Du atmest Entspannung ein. Du atmest Ruhe ein. Und du atmest Gelassenheit ein. Du atmest alle Anspannung aus. Du atmest Sorgen aus. Und du atmest die negativen Gedanken aus. Dein ganzer Körper ist ruhig und entspannt. Dein Geist ist ruhig und entspannt. Kommst du mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück. Atmest nochmal zwei, dreimal tief ein und aus. Und dann fängst du an, deine Finger zu bewegen und deine Zehen, deine Hände und deine Füße, deine Arme und deine Beine. Und dann reckst du und streckst du dich mal so, wie es dir jetzt gut tut. Und dann kommst du zurück in deinen aufrechten Sitz. Deine Hände legst du wieder mit den Handinnenflächen nach oben auf deinen Oberschenkeln ab. Du schließt nochmal deine Augen. Und dankst dir einmal selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mitzumachen. Dank dir dafür, dass du etwas nur für dich getan hast.
und dass du deinen Körper und deinen Geist und deinen Atem in Einklang gebracht hast. Und ich danke euch für die gemeinsame Zeit. Namaste.